Sie können im Artikelstamm für einen Artikel natürlich auch Seriennummern hinterlegen. In unserem Beispiel haben wir die Artikelnummer 500, die Festplatte, haben wir hier bei den Zusätzen Seriennummern hinterlegt, und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Diese Seriennummern stehen Ihnen bei einem Verkauf zur Verfügung und zur Auswahl. Das schauen wir uns jetzt an. Wir verkaufen nun unseren Artikel, die Nummer 500. Und nun zeigt WabiProfi an, pass mal auf, hier habe ich Seriennummern, die noch frei sind. Welche Seriennummern soll ich jetzt diesen Artikel zuweisen? Nun sage ich, das ist die Seriennummer 3. Wenn Sie einen Artikel verkauft haben, bei dem Seriennummern hinterlegt sind, die an dieser Stelle leicht grün, Sie sehen diese 3 vielleicht in der Mitte bei dem grauen Balken, habe ich keine Möglichkeit, die Stückzahl von der Hand zu verändern oder die schöne Funktion Plus oder Minus zu verwenden. Diese werden einfach ignoriert, weil wenn eine Seriennummer hinterlegt ist, kann immer nur eine für einen Artikel eingetragen werden. Das bedeutet, wenn Sie jetzt 2 von diesen Festplatten verkaufen, müssen Sie den Artikel erneut eingeben, dann die Seriennummer auswählen und auf Übernehmen klicken. Nun haben Sie 2 Artikel drin. Auch ist es gekennzeichnet, die Seriennummer durch diesen kleinen dunkelgrünen Punkt hier unten, wo Festplatte hier steht und dann die 500 und dann direkt links daneben. Oben ist der rote Punkt, das heißt, der Artikel ist ein Angebot, und der grüne Punkt heißt, es ist eine Seriennummer hinterlegt. So, nun können wir das Ganze verkaufen, indem wir auf Bezahlen klicken. Ja, was passiert dann? Der Verkauf mit 700 Euro wird abgeschlossen und diese beiden Seriennummern werden dann in der Datenbank eingetragen, dass sie verkauft worden sind. Somit haben Sie jederzeit die Möglichkeit, auch das machen wir doch einfach mal. Wir sagen bar exakt weiter. Ich will jetzt keinen Bon. So haben Sie zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn ein Kunde zu Ihnen kommt und sagt, pass mal auf, ich habe bei dir was gekauft, Chef. Da habe ich den Artikel, und wenn es ein Artikel ist, bei dem Sie Seriennummer vergeben haben, können Sie dann einfach das Häkchen hier rausnehmen, dass Sie sagen, ich suche mal in allen Artikeln, und dann können Sie hier auf Seriennummer gehen. Nun geben Sie die Seriennummer ein, zum Beispiel 5, und dann sage ich übernehmen. Wir haben nun den Verkauf da, und zwar mit dem Bon Nummer 6 vom 5.3. und dieser Artikel trägt diesen Wert 350 Euro, also da nicht irritieren lassen, ne? Weil wir suchen ja nach der Seriennummer 5 und somit haben wir die Wertermittlung nach dem gesetzten Filter. Und hier haben wir den Bon, dann können Sie sagen, alles da ist von uns, passt. Wenn Sie natürlich eine Seriennummer eingeben, zum Beispiel 552233, und auf Übernehmen klicken und Sie erhalten keine Treffer, dann bedeutet es im Klartext, dass diese Seriennummer nicht aus Ihrem Hause stammt oder Sie vergessen haben, die Seriennummer bei einem Verkauf zuzuweisen. Okay, jetzt haben wir Folgendes, das heißt, wir haben noch 3 Seriennummern frei gehabt. Dadurch, dass wir jetzt 2 Seriennummern verkauft haben von diesem Artikel, ist nur noch eine frei. Wenn wir jetzt den Artikel verkaufen oder wenn Sie jetzt einen Artikel verkaufen, bei dem eine Seriennummer hinterlegt ist, aber nur noch eine frei ist, haben Sie natürlich keine Auswahl mehr. Weil es ist ja Blödsinn, wenn Ihnen WabiProfi 3 sagt, hey, welche Seriennummer soll ich dir anbieten, wenn nur noch die 1 da ist? Macht ja Sinn. Also trägt WabiProfi 3 die letzte freie Seriennummer automatisch ein. Interessant ist es, wenn Sie eine ganz, ganz bestimmte Konstellation nun nutzen. Wir sagen mal, weil Sie in der Kasse ja auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel Angebote zu erstellen, Rechnungen, Lieferscheine, Kundenbestellungen entgegenzunehmen, natürlich auch Bar-, EC-Verkäufe und so weiter und so fort. So, wenn wir jetzt einen Kunden auswählen, haben wir die Möglichkeit beim Bezahlen zu sagen, ich will eine Rechnung, dann ist alles gut. Oder die Zusatzoptionen zu nutzen, indem Sie sagen, ich will einen Lieferschein erstellen, auch gut. Wenn Sie sagen, ich mache eine Bestellung, wird die hinterlegte Seriennummer entfernt. Das gleiche ist bei dem Angebot. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir sagen weiter. Haben hier die Möglichkeit, Zusatztexte zu hinterlegen. So, und was passiert jetzt? Jetzt wird das Ganze ausgedruckt und wir haben eine Meldung, dass die Seriennummern entfernt wurden, da diese bei einem Angebot nicht relevant sind. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt unseren Artikel wieder erneut verkaufen, müssten wir die Seriennummer 1, sehen Sie es hier, die 1 in der Mitte wieder frei haben. Also die haben wir jetzt frei. Wunderbar. Und im Umkehrschluss müssten wir jetzt beim Angebot, Rechnungslieferscheine, Angebote, hier bei Angebot, haben wir hier unsere Susi Huber mit der Festplatte. Und wenn wir uns das Ganze in der Vorschau anschauen, dann haben wir hier keine Seriennummer hinterlegt.
Das bedeutet, die von Ihnen am Anfang zugeordnete Seriennummer wird bei einer Bestellung oder bei einem, wie heißt es, Angebot entfernt, weil das ja nicht relevant ist. Sie sagen lediglich, schau her, liebe Frau Susi Huber, ich biete dir eine Festplatte an, die kostet 350 Euro. Und an der Stelle ist es ja nicht bekannt, welche Seriennummer Sie letztendlich herausgeben werden. Wenn Sie letztendlich ein Angebot in eine Rechnung umwandeln, dann haben Sie die Möglichkeit, zu einem hinterlegten oder zu einem Seriennummerartikel die dementsprechenden Seriennummern zuzuweisen. Jetzt können Sie sagen, ja, warum muss ich das dann gleich am Anfang eingeben? Es ist ja eigentlich relativ klar. Wenn wir jetzt nochmal in die Kasse hineingehen und sagen, wir wollen jetzt diesen Artikel verkaufen. An dieser Stelle weiß Wabi Profi 3 nicht, was Sie von ihm wollen. Denn, wenn ich sage, ich will den hier übernehmen, ich verkaufe den Artikel, ich wähle einen Kunden aus, wie auch immer, und jetzt gehe ich erst auf Bezahlen. Beim Bezahlen haben Sie die Möglichkeit, das ganze Ding in bar, in EC, in Rechnung, einen Lieferschein, ein Angebot oder eine Bestellung zu erstellen. Das heißt, erst zum Schluss, also am Ende des Vorgangs eines Verkaufs oder bei einer Eingabe eines Artikels, wird festgelegt, in welcher Art dieser Vorgang beendet werden soll. Deswegen macht es auch keinen Sinn, im Vorfeld zu sagen, ich will jetzt ein neues Angebot. Was ist, wenn Sie sagen, naja, ich mache gleich einen Lieferschein, weil der Kunde während des Angebotserstellens mich angerufen hat, hat gesagt, hey, ich will das haben, mach gleich einen Lieferschein und Rechnung fertig. Was ist dann? Dann müssten Sie das alles rauslöschen und so ist es kein Problem. Sie geben es ein, hinterlegen die Seriennummern und bei einem Angebot wird es automatisch entfernt und bei einer Bestellung auch. Sollte es eine Rechnung sein, machen wir das mal. Ich sage jetzt hier Rechnung, ich sage einfach weiter. Ohne groß hier rumzutun. Sollte es eine Rechnung sein, haben wir natürlich die hinterlegte Seriennummer nun in der Rechnung drin. Wir haben hier unsere Rechnung, wir haben hier den Artikel dazu und wir können uns nun die hinterlegte Seriennummer anzeigen lassen, die wir allerdings auch hier in der Liste bei Seriennummer sehen. Ja, also das war's schon mit den Seriennummern, ist total easy und ich hoffe, es hat Ihnen weitergeholfen.